Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Project Gold. Beim letzten Mal haben wir mit Biegen und Brechen sehr viel Aufwand und sehr viel Schweiß, Blut und Tränen diese Viecher hier ausgeschaltet. Nach unfassbar langer Zeit. Ach so, das hier übrigens auch noch dazu. Das komische Echsenviech. Hier war irgendwo eine Frucht. Da ist eine, genau. Die gönne ich mir auch direkt, weil hier kann man nicht genug Leben haben. Und jetzt wird's lustig. Die Karte kann ich euch nicht einblenden, weil es keine Karte gibt. Ich bin hier in einem unbekannten Gebiet. Dementsprechend gibt es hier keine Karte. Das Einzige, was ich hier habe, ist ja. Also ich habe hier eine Karte, auf der eingezeichnet ist, dass ich mich im untersten, ganz, ganz untersten Bereich von Konstantins Männer, also seinem Häuschen hier befinde. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Das wird niemals gut gehen. Ach, F5. Ist da, hat wieder umgedreht, nehme ich an. Ja. Moment, ich wollte eigentlich hier hinten. Nee, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, genau. Da oben die Items habe ich mir schon abgeholt. Und jetzt begebe ich mich hier mal weiter. Ich werde aber vorsichtshalber mal kurz speichern. Ich sehe mal wieder so gut wie nichts. Also was heißt so gut wie nichts? Ich sehe relativ wenig, leider. Da ist noch ein Gasfall. Ich weiß nicht, ob hier nicht gleich irgendwo Viecher entlang gerannt kommen. Warum ist es hier überall so hell? Ich habe nur einen einzigen Wasserfall. Das ist Kacke. Ah, hier ist dunkel, wundervoll. Ja, gut. Es ist ein ziemlich verzwicktes Level, beziehungsweise ein ziemlich, ja, für jemanden mit meinem Orientierungssinn könnte es jetzt alles dezent schwierig werden. Geh weg! Geh weg! Aua! 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 Stirb! Ah! Spinne! Spinne! Aua! Ich werde sterben! Ich bin tot! Ups. So. Och Mann. Hätte ja klappen können. Ich würde sagen, ich gucke mal, wo die anderen Wege hier hinführen. Ich glaube nämlich, dass da noch ein paar andere waren. Ah, ich hänge fest. Komm schon. Genau, hier in die Richtung geht es auch noch weiter. Theoretisch, das ist noch eine Frucht. Gönnen wir uns, weil so waghalsig wie wir momentan sind, können wir das gebrauchen. Ist irgendein leuchtender Pilz. Ich höre etwas, aber ich sehe nichts. Da oben höre ich etwas. Oh nein. Oh nein. Lass mich, lass mich, lass mich. Hilfe. Hilfe. Oh, da ist ein Wasserfall. Sehr gut. Rennt er mir immer noch hinterher? Nope. Ich verstecke mich einfach hier. Hier weiß ich noch, dass es dunkel war. Habe ich Pfeile? Ich habe Gaspfeile, ja, aber die werden mir hier nicht viel bringen. I wanna die.
Wow. Krass. Ich hätte niemals gedacht, dass das funktioniert. Aber es hat funktioniert. Sehr gut. Komm schon, geh da runter. Ich mag das. Okay. Wasserfall noch gefunden. Sehr schön. Also normalerweise bin ich ja auch so eher der Typ, der sagt, hier, dieses Spiel ist nicht zum Töten gedacht. Aber ganz ehrlich, in diesem Level, das ist auch eine der Optionen, also beziehungsweise der Objectives, sage ich mal, die besagt, dass man hier primär überleben muss. Und das versuche ich jetzt auch. Feuerpfeile. Nicht schlecht, nicht schlecht. Noch ein Wasserpfeil. Also, ich glaube, ich habe das im letzten Part auch schon erwähnt. Alles, was man hier findet, ist einfach absolut Gold wert. Und sollte auf jeden Fall mitgenommen werden. Wenn man die Sachen denn dann findet. Weil ich habe hier noch immer noch das Problem, von draußen scheint auch noch die Sonne rein. Es ist relativ früh, sage ich mal. Also, es ist noch Tag. Es ist noch hell draußen. Und deshalb ist das hier gerade ein bisschen schwierig. Ich verkrümmel mich mal hier hinten in der Ecke, die trotz allem nicht wirklich dunkel ist, und hänge jetzt fest. Sehr gut. Doch keine so gute Idee. Aber ich speichere einfach einmal. Hier liegt irgendwas rum. Hier liegen tote Menschen rum. Ich habe Angst. Aha. Ist da sonst noch irgendwas? Uah. Da ist noch einer. Hier war noch einer. Da. Oh, und ein Moosfall. Könnte ja eigentlich ganz nützlich sein, denke ich mir. So. Ich glaube, da ist noch eine Spinne. Aber ich habe. Doch, ich habe 20 normale Pfeile. Probiere ich doch mal. Perfekt. Noch mehr? Nein, wie es aussieht, nicht. Erstmal nicht. Ich weiß aber, dass es hier definitiv noch mehr von diesen Viechern gibt. Dass das nicht die letzte Spinne gewesen ist. Aber hier ist ein Wasserfall. Und ich meine, hier wäre auch noch mehr. Genau. Mit dem Gold kann ich jetzt momentan noch nicht so viel anfangen. Aber ich glaube, dass mir das im späteren Verlauf noch helfen wird. Das hier ist nicht das letzte Level. Da kommen definitiv noch welche hinterher. Und ich will jetzt aber natürlich nicht spoilern. Von daher halte ich mich noch mal ein wenig zurück. Ich weiß, dass es hier auch Bücher gibt, die ich lesen kann. Und Spinne. Irgendwo ist hier eine Spinne. Wo bewegt sich was? Seht ihr was? Ich sehe überhaupt nichts. Das Problem ist natürlich, wenn ich dann jetzt die Fackeln dann noch aus. Da hinten. Da. Ganz hinten. Zoom einmal bitte ran. Dankeschön. Ups. Hallo? Ich würde dich gerne mal treffen, du Mistvieh. Bingo. Och, komm schon. Die weiß doch jetzt eh schon, dass ich hier bin. Jetzt beweg dich nicht so viel, lass dich von mir treffen. Ey, nicht abhauen. Ach, Mistvieh. Boah, jetzt habe ich so viele Pfeile verballert für
Ach, so ein mistiges kleines Drecksviech da hinten. Na also, mein Gott. Ist das Vieh endlich tot hier, ey? So, kann ich wenigstens noch ein, zwei von den Pfeilen wieder einsammeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö, war ja klar. Finden tue ich auch nichts? Sehr gut. Ah, ich gehe nochmal zurück. Irgendwo ging hier noch ein. Oh Gott, ich sehe nichts. Hier? Hier ging noch ein Weg entlang. Hier hocken doch bestimmt überall solche Spinnen drin, oder nicht? Hier anscheinend nicht. Kann ich da hoch? Nein, muss ich aber wahrscheinlich auch nicht. Nochmal zwei Wasserpfeile. Also Wasserpfeile finde ich hier definitiv jede Menge. Finde ich gut. Dann kann ich eventuell doch das ein oder andere Licht hier ausmachen. Okay, da gucke ich gleich hin. Ich wollte erstmal jetzt dann hier nochmal gucken, wo der Weg hinführt. Hier war ja auch nichts zu mitnehmen. Dann gucke ich mal hier kurz rein, aber nicht bevor ich gespeichert habe. Ich höre noch eine. Oder ich bilde mir das ein, das kann natürlich auch sein. Oh Gott. Oh, wisst ihr, was böse ist? Es kommen noch ziemlich fiese Feinde dazu. Mal abgesehen davon, dass hier sowieso schon ziemlich fiese Feinde rumrennen, kommt hier noch etwas dazu, dass ja, ich und wahrscheinlich auch alle anderen so wir gerne als Knallfrösche bezeichnen. Das sind wirklich Knallfrösche. Also, ne? Das sind so Frösche, die hüpfen hier rum und wenn die dir zu nahe kommen oder irgendwie was berühren, dann explodieren die. Und das ist nicht schön. So, einmal speichern. Dann möglichst ohne von den Viechern gesehen zu werden. Einmal. Komm schon, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ach, Garrett. Streng dich doch mal ein bisschen an, ey. Oh Gott! Knallfrosch! Knallfrosch! Au. Okay, sie haben mich entdeckt. Wartet ganz kurz. Ich mache das anders. Ich probiere das mit dem Gaspfeil. Einem der Gaspfeile. Wie viele habe ich denn eigentlich? Na, zwei nur. Oder Feuerpfeile? Feuerpfeile habe ich auch zwei. Ich probiere es mal mit einem Feuerpfeil, in der Hoffnung, dass der direkt sein Ziel trifft. Bleib stehen. Oh. Knapp daneben ist auch vorbei. Das Blöde ist, dass der blöde Knallfrosch dann direkt auf mich aufmerksam werden wird. Oh Gott, das hat ihn nicht getötet. Hat dieser verkackte Insektenschwarm gerade meinen Feuerpfeil abgefangen? Ist nicht dein Ernst. Kommt der Knallfrosch hier entlang? Oh Gott. Habe ich es getötet? Ist es tot? Nein, wie es aussieht, ist es nicht tot.
Ach, der scheiß Insektenschwarm. Oh Gott. Würdest du bitte... Wie witzig. Was geht? Guckt euch das Vieh an, ey. Es rennt voll weg. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar Pfeile verballert und habe sinnlos auf dieses Vieh eingedroschen, obwohl es eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber YOLO, ne? Würde ich da mal sagen. Okay, die Viecher haben sich verdrückt. Der Knallfrosch scheint weg zu sein. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass er explodiert ist. Aber es scheint hier niemand mehr da zu sein. So, letzte Frucht gönne ich mir noch. Obwohl, nee, eine brauche ich tatsächlich, glaube ich, noch. Okay. Kann man hier einmal grünes Licht geben. So, und jetzt würde ich sagen... Ach, da hoch kann ich. Doch, da hoch kann ich. Tatsächlich. Es würde natürlich dann einen schönen Abschluss jetzt geben, wenn ich jetzt da hochgehen würde. So. Zack. Das sind die kleinen Baumhäuschen, die der gute Konstantin hier überall aufgestellt hat. Und hier sind jede Menge wundervolle Waffen drin. Und ein Buch. Und jede Menge Gold. Oh, das ist voll lukrativ hier gerade. Voll gut. So, das Buch nehme ich mir gleich. Bringt ja auch nichts, weil ich ja die Einzige bin, die das wirklich liest jetzt dann, ne? So. Ich werde versuchen, euch das einzublenden. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich es finde. Ich versuche mal kurz, das vorzulesen. Draws the scripted star, marks the compass, the eye, shows the marks, the lines of power. Waits each star's compass. Works the elements forth, paint to the eye, color of the house. Okay. Ich versuche, das auf Deutsch zu finden und euch das dann einzublenden. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, worum es geht, aber ich glaube, es geht darum, dass ich nachher dieses... Also im Expertenmodus muss man so ein Elementartor zerstören. Oh Gott. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Wo war jetzt der Pfeil? Kann ich hier runter, ohne mir weh zu tun? Ich glaube nicht. Siehst du? Nämlich nicht. Toll. Ah, hier war der Pfeil. Super. Klasse, Garrett. Naja, was soll's. Im Expertenmodus gibt es hier so einen Elementator, was ich dann zerstören muss. Was ich hier jetzt aber nicht muss, weil ich nicht im Expertenmodus spiele. Aber ist ja interessant zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Man muss nämlich bei diesem Elementator immer das gegenteilige Element für das zu Zerstörende benutzen, sozusagen. Also man muss quasi Wasser mit Feuer, Feuer mit Wasser zerstören und Gas, also den Moospfeil mit einem Gaspfeil, den, also so, versteht ihr ungefähr, was ich sagen will? Ich hoffe es. Genau, und so muss man halt dieses Tor dann zerstören. Deswegen ist es eigentlich auch ganz sinnvoll, dass man von jedem Pfeil dann noch mindestens einen hat. Oh Gott, habe ich jetzt Angst gehabt. So, das hier sind nämlich diese verwirrenden Gänge. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ihr seid ja witzig, ey. Das sind nämlich diese verwirrenden Gänge, von denen ich gesprochen hatte. Ich finde mich hier nämlich überhaupt nicht zurecht. Das ist wieder so typisch, Yari. Absolut typisch. Für mich. Ah genau, hier wollte ich weiter. Mache ich aber beim nächsten Part. Ich würde sagen, ich beende den jetzt an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen zugesagt. Und beim nächsten Mal geht es weiter in die unterirdischen Höhlen von Konstantins Villa. Oder des Schwindlers. Heim. Was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.